Mordkommission Faust. Also Leute, wer kennt das nicht? Man kommt morgens aus dem Haus. Man will sich ein Brötchen und eine Zeitung kaufen und patsch, latscht man genau in einen Haufen Hundescheiße. Schade um den hellbischen Teppichboden, werden Sie jetzt sagen, wenn man es nicht rechtzeitig merkt. Aber auch schade um die Millionen Menschen in der dritten Welt, die nicht mal ein Hungertuch haben, an dem sie nagen können. Warum? Ja, warum denn? Naja, diese kleinen und großen tierbeinigen Kacker, die müssen ja erstmal was fressen, nicht? Um, sie wissen schon, was? Ja, was wohl? Fleisch natürlich. Fleisch. Und um das erzeugen zu können, werden weltweit fruchtbare Ackerböden in ödes Weideland verwandelt. Leute, es gibt doch keinen Hunger mehr auf der Welt, wenn wir alle Vegetarier würden. Hier also mein Tipp. Damit die hungernden Neger in Afrika nicht sauer werden, ins nächste Flugzeug steigen, zu uns herüberkommen und uns alle überm Spieß zu rösten. Also Leute, hört auf, Fleisch zu fressen. Rennt zu eurem nächsten Bundestagsabgeordneten und fordert, dass die Tierhaltung gesetzlich verboten, im Gefängnis bestraft wird. Schweine, Kälber, Rinder, Schafe, eure Zukunft ist der Zoo. Natürlich nur in kleinen Stückzahlen und strenger Geburtenkontrolle, versteht sich. Also Leute, erschlagt eure Hunde, werft eure Katzen sackweise in die Alster und spült eure Hamster im Klo runter. Aufladung 2. Radio 92, Mario persönlich. Bestimmt wollen Sie mich zu meinem Plan beglückwünschen, den Welthunger zu besiegen. Na, stimmt's oder habe ich recht? Sie herzloser Verbrecher! Was will ich denn machen ohne meine Katzen? Ich bin doch schon eine alte Frau, ich habe doch sonst niemand mehr auf der Welt. In der Alster ersäufen, schämen Sie sich denn nicht? Na, gute Frau, jetzt schalten als erstes mal Ihr Radio aus, ja? Bevor Sie mir und den Hörern von Solo, der einzigen Sendung, die sagt, wie es ist, die Ohren wegfliegen. Was nennt man Rückkopplung oder auf Neudeutsch Feedback, ja? Kann man nur so egoistisch sein? Na? Haben Sie denn aus Ihren Katzen sonst überhaupt nichts im Kopf? Denken Sie mal kurz nach, nur mal ganz kurz. Statt eines so fetten, verwöhnten Katers, bestimmt kastriert, könnten Sie jetzt ein kleines, schwarzes Kind auf dem Schoß halten, das Sie liebt, das noch in dieser Sekunde stirbt, nur weil Sie nicht auf Ihr Kotelett und Ihre Katze verzichten wollen. Sie sind es, die sich schämen sollte. Aber! Ja, kein Aber. Oder glauben Sie vielleicht, eine Katze hat mehr Lebensrecht als ein Kind? Ein schwarzes Kind? Na, sind Sie Rassistin? Keine Antwort, naja. Keine Antwort ist auch eine Antwort, ein Eingeständnis. Und da haben wir schon unseren nächsten Anrufer, ne? Wann haben Sie denn zum letzten Mal Fleisch gegessen? Ich esse überhaupt kein Fleisch. Und was Sie da sagen, das ist nicht ganz falsch. Diese verweichlichten Schoßhunde und das Katzen. Oh, na endlich! Und ich hatte schon Angst, ich müsste die Sendung diesmal ohne Sie bestreiten. Na, Sendung frei für meinen lieben Freund Herrn Saubermann. Na, was ist denn Ihre Meinung? Fette Hauskatzen oder verhungerte Neger? Was ist schlimmer? Was hat das mit Negern zu tun? Sie können nicht alle Tiere über einen Kamm scheren. Da gibt es zum Beispiel den deutschen Schäferhund. Der leistet ungeheures für die Menschheit. Als Blindenhund oder auch als Wachhund. Oder auch vielleicht nicht zu vergessen als Drogenhund fürs Rauschgiftdezernat. Wisst ihr eigentlich, Leute, dass die beste Quelle für billigen und reinen Stoff korrupte Bullen sind? Die Asservatenkammern sind voll von dem feinsten Stoff aus Bolivien. Sie können nichts als schmutzige Lügen verbreiten. Niemand kommt in die Asservatenkammer. Das Rauschgift wird vernichtet. Unter Aufsicht der Staatsanwaltschaft. Gramm für Gramm. Ja, bist du auf Entzug, Alter? Oder was regst du dich so auf, hm? Und was die Nutztierhaltung angeht, wobei wir hier mal die Frage des Nutzens außer Acht lassen. Natürlich sind zuerst die Bullen dran. Denn wer frisst denn sonst so viel und produziert dabei so viel Scheiße? So eine Frechheit. Der deutsche Polizist gehört zu den Besten seiner Art. Ketchup. An Disziplin und Genauigkeit übertrifft ihn keiner. Mein lieber Herr Saubermann, welche Methode empfehlen denn Sie, hm? Kastrieren, um sie aussterben zu lassen, obwohl, naja, die vermehren sich ja anders. Vielleicht einschläfern, aber naja, Beamte, die pennen ja sowieso den ganzen Tag. Und vom Schlachten will ich ja überhaupt nicht reden, denn es handelt sich hier ja immerhin um Bullen. Du verdammter Hund! Weißt du, wie wir ohne Polizei dastehen würden? Anarchie, Mord und Totschlag! Aber davon habt ihr ja keine Ahnung, Wohlstandsgesocks. Hast du mal deinen Arsch hingehalten, wenn 1000 verrückte Chaoten auf dich zukommen? Ich dachte, das tun nur Stricher, Herr Saubermann. Und nun zu unserer nächsten Quizfrage. Wie viele Bullenärsche sind nötig, um... Drecksau! Was
Was meinst du, wie rasch dein beschissenes kleines Leben zu Ende sein kann, wenn du weiterhin solche Lügen über die Polizei erzählst? Ja, vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Das war die 99. Morddrohung dieses Monats. Der nächste Anrufer mit diesem niedrigen Ansinnen erhält als Prämie 2 Freikarten für das Phantom der Oper. Und bitte, bei der nächsten Mordankündigung, bitte Namen und Anschrift nicht vergessen, ja? Und wer mich heute noch erledigen will, ich wohne in der Admiralitätsstraße 54, Hinterhof, 4. Stock, links. Ich gehe jetzt noch was essen und dann gehe ich nach Hause. Und bitte schnarcht jetzt nicht zu laut bei Heinz im Schlafwagen-Express, sonst weckt ihr mir noch eure Nachbarn. It's the final countdown. Hallo Heinz. Also. Deine Einschaltquote kommt nur zusammen, weil Schlafende nicht fähig sind, das Radio auszuschalten. Sehr witzig. Send du mal um die Zeit. Ja. So, dann nimm mal selber nicht wieder eine. Wer weiß, wie lange du den Job noch hast? Arschloch. Die sind da hinten. Ich bin von dem Schreien wach geworden. Ich bin zur Tür gegangen, da habe ich das Feuer schon gerochen. Ich gerate in totale Panik bei Feuer. Ich sah, wie die Lifttür aufging. Nichts als Flammen. Haben Sie Mario Ross gleich erkannt? Ja, ich konnte ihn genau erkennen. Ich habe sein Gesicht durch die Flammen gesehen. Hier ist die Leiche. Hallo. Tut mir leid, ich musste nochmal nach Hause. Ich hab vergessen, den Ofen mit meinem Kuchen auszustellen. Ich bin froh, dass du überhaupt gekommen bist. Sag mal, sagt dir Radio 92 was? Klar, mit Mario. Dem einzigen Moderator, der sagt, wie es ist. Du, Thorsten, vergiss die Axt nicht. Brandanschlag. Der arme Kerl ist im Lift verbrannt. Was? Aber ich hab den noch vor 2 Stunden im Radio gehört. Ja, so schnell kann's gehen. Fäustchen, ich würd's mir nicht angucken. Lass uns noch mal in die frische Luft gehen, ja? Ich wusste gar nicht, dass du rauchst. Ich versuche nur, die eine Übelkeit mit der anderen zu bekämpfen. Das haben wir da hinten im Müll gefunden. Zu den Kollegen ins Labor. Okay. Wie kann eigentlich jemand auf so eine perverse Idee kommen? Um das rauszufinden, brauchen wir nur die gesamte Hörerschaft von Radio 92 zu verhören. Aber wie willst du das denn machen? Indem ich zu Ihnen ins Wohnzimmer komme oder ins Schlafzimmer oder wo immer Sie Ihr Radio stehen haben. Wieso glaubst du eigentlich, dass du alles kannst? Weil sonst keiner tut. Was ist eigentlich aus deinem Kuchen geworden? Total verkohlt. Aber wie willst du das denn machen? Liebe Hörer von Radio 92, wir widmen uns heute 2 Themen. Erstens. Reicht unser Strafrecht noch aus, um Menschen davor abzuschrecken, ihre Artgenossen im eigenen Saft zu schmoren? Oder müssen wir uns drastischere Strafen ausdenken, wie zum Beispiel öffentliches Auspeitschen auf dem Rathausmarkt oder Steinigen im St. Pauli-Stadion? Wenn Sie bessere Ideen haben... Es reicht, Herr Faust. Sie haben mich überzeugt, dass Sie eine schöne Stimme haben. Aber eine Radiosendung erfordert noch mehr. Da hilft Ihnen auch kein ausdrucksvolles Gesicht und keine Schauspielausbildung.
Sie kennen Marios Show. Da rufen durchgeknallte Typen an. Auf die müssen Sie spontan reagieren. Ja, was glauben Sie, mit wem ich es in der Mordkommission zu tun habe? Außerdem sollte es Ihnen nicht ganz egal sein, dass einer Ihrer Hörer der Mörder sein könnte. So ausgerechnet einer unserer Hörer. Mario hat es verstanden, jeden gegen sich aufzubringen. Ob das nun sein Bäcker oder sein Tankwart war. Er hat doch bei jedem Mordgelüste geweckt. Es war immer nur eine Frage der Zeit. Und wie ist das mit Ihnen? Mario hatte fantastische Einschaltquoten. Und er hat durch seine kontroversen Themen den Sender in aller Munde gebracht. Gute Gründe für mich, ihm ein langes Leben zu wünschen. Also gut. Außer meiner Mutter mag mich auch keiner. Ist Ihnen das Einstellungsgrund genug oder soll ich Ihnen noch eine schriftliche Morddrohung vorweisen? Als Nervensäge haben Sie das Niveau von Mario. Sie haben Ihre Chance. Aber wehe, die Einschaltquote geht in den Keller. Hören Sie sich das Zeug gut an, damit Sie wissen, was Sie erwartet. Einverstanden. Aber zu keinem ein Wort, dass ich von der Polizei bin. Na, glauben Sie, ich will das Betriebsklima völlig vergiften? Was braucht 20 Liter Super und kommt keinen Meter vorwärts? Keine Ahnung. Konservator im Fahrstuhl. Ich glaube, Mario hat einen würdigen Nachfolger gefunden. Darf ich euch Faust vorstellen? Er übernimmt ab heute Marios Sendung. Das ist unsere Sekretärin... Silvia. Silvia, und das ist Sonja Stegemann von der Technik. Vielleicht hat eine der Damen Lust, sich die Bänder mit mir anzuhören. Nein, danke. Wir wollen uns die Laune nicht verderben. Und das ist Heinz Kobrinski vom Nachtexpress. Heinz Kobrinski? Aber nicht der Heinz Kobrinski. Wir kennen mich, ja. Ja, klar. Heinz heiße Hits, habe ich früher mal gehört. War meine Lieblingssendung, wenn ich Schularbeiten gemacht habe. Wunderbar. Vielleicht können Sie mir ein paar Tipps geben. Ich meine, wie Mario seine Sendung gemacht hat. Betrachte jeden Anrufer als Idioten und behandle ihn wie den letzten Dreck. So einfach ist das. Lieber Herr Saubermann, wollen Sie abstreiten, dass es nur Bekloppte sein können, die sich nach 5 Jahren Streife als Inspektorenanwärter für 2.893 Mark netto nach Besoldungsgruppe B7 die Nächte um die Ohren hauen, wenn Sie sich nicht noch unter der Hand so ein paar Riesen? Sie lügen schon wieder. B4 und nicht B7, je nach Familienstand. Weihnachtsgeld und 13. Monatsgehalt nicht zu vergessen. Dieser Saubermann scheint ein Kollege von uns zu sein, was meinst du? Nur weil er sich mit Besoldungsgruppen auskennt, heißt es noch lange nicht, dass er von der Polizei ist. Ich habe bisher 10 Bänder abgehört. Auf der Hälfte sind Drohungen von irgendwelchen Fanatikern, je nachdem, welches Thema dieser Mario gerade behandelt hat. Wie oft kommt Saubermann vor? In jeder Sendung. Worum geht's bei Ihrem Anruf? Darum, dass Mario die Polizei in die Falle gehauen hat. Ja, eben. Jeden Tag wird Saubermann von Mario verarscht. Am nächsten Tag ruft er wieder an. Bis ihm gestern der Kragen geplatzt ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Warum nicht? Weiß ich nicht, sagt mir mein Gefühl. Ja, das habe ich gerne. Sich auf weibliche Intuition berufen und nicht mal einen Kuchen backen können. Es hat ja niemand gesagt, dass du ihn essen sollst. In jedem Fall habe ich gleich eine Fangschaltung installieren lassen und ein Sprachprofil von Saubermann angefordert. Darf ich trotzdem noch die anderen Leute im Sender verhören? Ich bitte sogar darum. Aber verschone mich, ich habe ein Alibi. Was ist eigentlich mit den Freunden und Bekannten von Mario? Im Haus hatte Mario keine Kontakte. Keine Freunde, keine Feinde. Mario Ross kam nach der Wende aus Halle nach Hamburg. Eltern verstorben, er hat zuerst als Volontär im Mönke Verlag gearbeitet und dann ganz schnell Karriere beim Radio 92 gemacht. Aber nicht so schnell wie ich. Hallo, liebe Hörer von Radio 92. Die, die den ganzen Tag verpennt haben und jetzt erst eingeschaltet haben, werden sich wundern, eine neue Stimme zu hören. Mario Ross, euer Lieblingsmoderator, ist tot. Er ist brutal ermordet worden. Der Mörder läuft sehr wahrscheinlich draußen frei rum und hört unter Umständen mich sogar jetzt im Radio. Das wird auch das Thema der nächsten Stunde sein. Mein Name ist Faust und das nicht ohne Grund. Wer mich anrufen will oder faxen, die Nummer ist 222275. Und wenn der Mörder vielleicht ein Geständnis ablegen möchte, umso besser. Also, lieber Mörder, gib dir einen Ruck und die anderen geben sich auch einen Ruck und geben der Telekom was zu verdienen. Radio 92, ja? Eine Petra-Aufleitung 3 macht es ganz dringend. Ja, Petra, was gibt's denn? Zündest du aus Hobby-Moderatoren an oder hattest du einen speziellen Grund, Mario zu grillen? Ich? Wieso ich?
Ja, warum wolltest du mich denn so dringend sprechen? Raus mit der Sprache, Petra. Darüber möchte ich am Telefon nicht sprechen. Na komm, es sieht doch keiner, wenn du rot wirst. Weißt du, Faust, gleich als ich deine Stimme gehört habe, habe ich mich verliebt. Deine Stimme ist... Ich weiß auch nicht, wie ich es sagen soll. Einfach zum Verlieben. Ja, das ist bewundernswert, Petra, dass du keinen Wert auf Äußerlichkeiten legst. Ich bin nämlich 1,49 groß, wiege 2 Zentner und vor allem, ich habe Haare auf dem Rücken. Aber vielleicht sehen wir uns mal zum Kaffee, ne, Petra? Sag ihr doch, dass du nie deine Socken wechselst. Sowas für Brunner. Das war also die heiße Petra, in der meine Stimme das Feuer der Leidenschaft entfacht hat. Noch mehr würde mich allerdings interessieren, wer das Blut von Mario zum Kochen gebracht hat. Aber vielleicht kann uns da der nächste Anrufer mehr sagen, und zwar ist das der Martin aus Othmarschen. Ja, Martin, was gibt's? Also ich finde das kacke, Alter. Wenn ich Radio höre, will ich geile Mucke und nicht so ein blödes Krimi-Quiz. Warum überlässt du nicht den Bullen, den Mörder von Mario zu suchen, hä? Immerhin zahle ich dafür Steuern. Ja, im Prinzip hast du da recht, Martin. Du darfst nur eins nicht vergessen. Die Leute, die bei den Bullen arbeiten, die sind noch beschränkter als du. Das sind genetische Irrläufer. Weißt du, da hat der liebe Gott den IQ mit der Promillegrenze verwechselt. Meinst du, die würden den Mörder von Mario finden? Selbst wenn sie wollten. Weißt du, dass nur ein Drittel aller Morde in Hamburg aufgeklärt wird? 2 von 3 Mördern laufen frei rum. Sie stehen seelenruhig vor dir an der Kasse im Supermarkt, sitzen friedlich hinter dir im Kino. Schlachten zur Stunde gerade ungestraft deine Freundin ab. Und die Bullen pennen. Aufleitung 2 ist der Saubermann. Am Telefon begrüße ich jetzt den Mann, der gestern Mario mit Mord gedroht hat. Hallo, Herr Saubermann. Na, wie fühlt man sich denn so nach vollbrachter Tat? Blendend. Aber kaum ist das eine Schand mal tot, kommt der nächste Lügner. Von 108 Morden im letzten Jahr hat die Kripo 93 aufgeklärt. Mein Glückwunsch. Sie sind ja bestens informiert. Aber das ist ja auch kein Wunder bei Ihrem Beruf. Was soll das heißen? Na, wie Sie sich aufregen und wie Sie sich auskennen. Sie sind doch selber ein Bulle. Schön wär's. Aber mit dem Gesetz ist euch ja nicht beizukommen. Weil ihr eure Lügen über diesen Hetzsender verbreiten könnt, kommt ihr euch wohl verdammt stark vor. Aber damit ist jetzt Schluss! Weil es solche Rächer der Verblödeten wie dich gibt, die mit uns Gesindel aufräumen. Oder was meinst du? Ganz genau, Faust. Es gibt nur leider zu wenige von meiner Sorte und zu viele wie dich und Mario, die nichts anderes im Kopf haben, als weiterhin die Moment, Polizei... Moment, Mario ist tot. Aber mich würde mal interessieren, wie das so ist als staatstreuer Bulle, wenn man selber das Gesetz in die Hand nimmt und es bricht. Ich bin kein Bulle, hörst du mir eigentlich nicht zu? Was sagt denn dein Vorgesetzter dazu? Lässt er dich den Dienstwagen benutzen für deine Killertour? Ich verstehe. Du willst mich hinhalten, weil ihr eine Fangschaltung gelegt habt. Aber da wir noch kein digitales Telefonnetz haben, braucht ihr dazu mindestens 10 Minuten. Wenn du auf der gleichen Masche hinarbeitest wie Mario, ja, dann wirst du enden wie er. Bisher habt ihr über mich gelacht. Der blöde Herr Saubermann. Jetzt lache ich. Saubermann, du bist jetzt auf der anderen Seite des Gesetzes. Du bist Abschaum in deinem eigenen Weltbild. Aber davon lassen wir uns die Stimmung nicht vermiesen, sondern machen weiter mit flotten Rhythmen, denn das wünscht sich Carmen aus Poppenbüttel, und zwar Fire von Arthur Brown. I am the god of hellfire, and I bring you fire. I'll take you to burn. Und? Saubermann hat recht, wir brauchen mindestens 10 Minuten. Vielleicht bringe ich ihn das nächste Mal dazu, ein Gedicht aufzusagen. Wer reitet zu spät durch Nacht und Gewitter? Das ist der Faust, er braucht nur einen Liter. Ist irgendwas? Ich bin auch Polizist. Meinen Sie, mir gefallen Ihre Pöbeleien? Noch so ein Saubermann. Vielleicht verraten Sie mir, wie ich ihn sonst aus der Reserve locken soll. Und Sie würden mir einen Gefallen tun, wenn Sie mir das nächste Mal die liebestollen Weiber vom Hals halten würden. Hm? So,
Ihr habt alle die Stimme von Herrn Saubermann gehört. Falls ihr euch bekannt vorkommt, dann ruft die Bullen an, wenn sie mal gerade nicht pennen. Krimi, Faust, und das nicht ohne Grund. Nein. Na, auch schon Feierabend? Sag mal, Sonja, wollen wir nicht einen trinken gehen? Meine Schicht geht bis morgen früh. Ja, dann bedanke ich mich für dieses Gespräch. Ich habe gehört, was gestern Abend passiert ist. Bist du okay? Keine Panik, ist nur alles dran. Ist nur schade um die Sporttasche, die im Auto lag. Willst du einen Kaffee? Ja. Gibt's irgendwelche Hinweise auf den Attentäter? Die Spurensicherung ist noch bei der Arbeit. Aber eins ist klar. Unser Mann kannte sich mit Sprengstoff aus. Ulrike, du musst mir helfen. Schieß los. Dieser Papierkram macht mich ganz fertig. Ich wusste gar nicht, wie viele Formblätter man ausfüllen muss, wenn einem der Dienstwagen abhandengekommen ist. Sonst noch irgendwas? Ja, ich bin sicher, Saubermann steckt hinter der Bombe. Du wirst sehen, das ist ein Ehemaliger. Und jetzt ist er sauer, weil er nicht mehr bei der Polizei ist. Ist was? So viel zum Thema männliche Intuition. Warum glaubst du eigentlich, dass ich die ganzen Akten hier raufgeschleppt habe? Das sind die Beamten, die in den letzten 5 Jahren ausgeschieden sind. So will ich dich hören. Hast du meine Kollegen bei Radio 92 interviewt? Klar. Oder glaubst du, ich studiere den ganzen Tag nur Backrezepte? Diese Sonja war bis vor einem halben Jahr mit Mario zusammen. Dann war es ihnen endlich leid. Nee. Sie wurde schwanger und er hat sie sitzen lassen. Wie eine werdende Mutter sieht die nicht gerade aus. Was weißt denn du schon? Manche Frauen merken erst bei der Geburt, dass sie schwanger sind. Tschüss. Ich hasse es ja schon alle paar Jahre, meine Fensterrahmen zu streichen. Aber die Wohnung komplett zu renovieren, nur weil man auszieht, das ist wirklich grausam. Eigentlich wäre das ja Marius' Sache gewesen. Aber der hat sich immer wieder schön aus der Affäre gezogen. Naja, das war ja wohl in diesem Fall nicht ganz freiwillig. Der hat es immer geschafft, keine Verantwortung zu übernehmen. Sie meinen, als Sie schwanger waren? Haben Sie das von Gobrinski? Hatte er Ihnen auch erzählt, dass Mario mein Kind auf dem Gewissen hat? Hat Mario Sie zum Schwangerschaftsabbruch gezwungen? Was heißt Sie schon gezwungen? Er hat in seiner Sendung die Quizfrage gestellt. Der Hörer, der unsere Tontechnikerin Sonja geschwängert hat, soll sich bitte melden. Es gibt 2 Freikarten für Salamo zu gewinnen. Ich habe oft genug mit dem Gedanken gespielt, Mario zu ermorden. Und wenn das nicht jemand anders getan hätte, dann... Dann wäre Mario noch am Leben. Sie haben die Gefahr gesucht und gefunden. Unter Ihren Hörern scheint ein Mörder zu sein, der von nichts zurückschreckt. Noch nie was vom Persönlichkeitsrecht gehört. Ich bin Maria Hauser von Kain und Kabel. Wir senden für Hamburg Spezial. Ihr Vorgänger ist brutal ermordet worden. Auf Sie wurde ein Bombenattentat verübt. Womit müssen wir als nächstes rechnen? Mit einer saftigen Anzeige, wenn Sie mich nicht in Ruhe lassen. Der kommt schon wieder raus. Tag. Guten Tag. Ich weiß jetzt nicht, ob das für Sie gut ist. Sie sind ein Stümper. Da werden einige Ihrer Moderatoren ermordet und Sie versuchen, das unter den Tisch zu kehren. Aber das ist doch auch eine Frage der Pietät. Ich meine, Pietät, papplapapp. So eine Publicity ist mit Geld gar nicht zu bezahlen. Wenn Sie auf Zack wären, würden Sie jetzt 3-mal zu viel Werbezeit verkaufen. Herr Tietze,
Wir haben die Polizei im Haus. Wir müssen vorsichtig sein. Unten! Die suchen den Mörder unter den Hörern. Na, was gibt es denn da Schönes zu sehen? Dicke Luft, was? Ich weiß, dass Sie mir zuhören, Herr Saubermann. Obwohl Dreckskerl die bessere Bezeichnung für Sie wäre. Irgendwo da draußen sitzen Sie feige und planen den nächsten Anschlag gegen die freie Meinungsäußerung. Tja, liebe Hörer, wenn diese Ausgeburt an Dummheit nicht meinen Vorgänger Mario Ross auf dem Gewissen hätte, könnte man ihn einfach belächeln und als bemitleidenswerte Witzfigur abtun. Aber diese Karikatur eines aufrechten Bürgers ist ein gemeingefährlicher Psychopath, der jetzt mich aufs Korn genommen hat. Ja, gestern Abend hat er eine Bombe in meinem Auto installiert und ich wäre um ein Haar in die Luft geflogen. Netterweise hat er einen Zettel mit einer Warnung hinterlassen. Eins weiß ich dadurch mit Sicherheit. Saubermann kann kein Bulle sein, denn in den vier Worten ist kein einziger Rechtschreibfehler. Ja, sag mal, Saubermann, warum stehst du eigentlich so auf die Bullen? Hm? Wolltest du vielleicht selber einer werden und bist bei der Aufnahmeprüfung durchgefallen? Wenn das überhaupt möglich ist. Wie dem auch sei, wir machen jetzt eine kleine Unterbrechung. Unser Chef muss ja auch ein paar Mark verdienen. Hier ist ja Herr Saubermann. Moment. Er ist dran. Du hast ja lange gebraucht. War die Frage wirklich so schwer? Also Saubermann, warum ist eine Karriere in Grün an dir vorübergegangen? Vielleicht, weil du immer so lange zum Nachdenken brauchst? Ich weiß, du willst mich provozieren, Faust. Aber vergiss deine miese Fangschaltung. Mich kriegt ihr nie. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Endlich. Ich kannte dein Auto. Ich weiß, dass du heute gezwungen warst, mit einem Taxi zum Sender zu fahren. Ich kenne sogar deine miese Behausung, wo du wohnst. Und ich weiß, dass du heute bei der Polizei warst. Wahrscheinlich hast du um Personenschutz gebettelt, den man dir aber offensichtlich nicht bewilligt hat. Wenn du dich so genau auskennst, warum hast du mich dann noch nicht abserviert? Was sollte die Warnung vor der Bombe? Das lass mal meine Sorge sein. Wann und wie ich dich erwische, wirst du schon rechtzeitig erfahren. Du wirst deine Strafe schon bekommen. Strafe wofür? Dafür, dass ich hier die Wahrheit sage? Wahrheit? Wahrheit? Schämst du dich überhaupt, dieses Wort im Mund zu nehmen? Seit Monaten haben dein Freund Mario und du es versucht, unser Staat für die Polizei fertig zu machen. Ihr untergrabt das Vertrauen in unser Staat. Ihr Autorität des Gesetzes. Was ihr wollt, ist Chaos. Anarchie. Freie Liebe, gleichgeschlechtlicher Sex unter minderjährigen Haustieren. Wer hat denn hier einen Mord begangen? Wer steht auf der anderen Seite des Gesetzes, hä? Wenn Abkommen hier schafft, das Gesetz für sich in Anspruch zu nehmen, dann hat ein aufrechter Mann auch das Recht, dieses Gesetz zu brechen! Ja! Du spinnst doch total. Du gehörst in die Klapsmühle. Oder kommst du da vielleicht gerade her? Haben sie dich von der Uniform gleich in die Zwangsjacke gesteckt? Durftest du die Wache mit der Gummizelle tauschen, hä? Mach's Maul auf, du Hirni! Saubermann? Saubermann, was ist da los? Hörst du mich? Melde dich. Saubermann, was ist los? Saubermann! Schnell eine Nachricht an alle Streifenwagen. Jeden Unfall sofort der Zentrale melden. Sehr wahrscheinlich hatte der Fahrer einen Hund dabei. Wie bitte? Na los, machen Sie schon. Sie wollen mir sagen, was ich zu tun habe? Hören Sie, tun Sie einfach, was ich Ihnen sage. Saubermann hatte einen Unfall. So eine Chance kriegen wir nie wieder. Er scheint übrigens sein Handy zu benutzen. Ach nee. Ich mach die Schlussansage. Okay. So, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, ihr habt euch nicht so gelangweilt und Herrn Saubermann wünsche ich gute Besserung.
Wäre schlimm, wenn wir demnächst auf ihn verzichten müssten. Also, macht's gut, bis morgen. Euer Faust, und das nicht ohne Grund. Na, ist der für mich? Wenn Sie dafür die Sendung von Heinz übernehmen, dann bitte. Komm, trink den Kaffee, Heinz. Kein Kaffee. Was guckst du so? Du musst dich zusammenreißen, Heinz. Halt erst mal deinen Kopf an den Wasserhahn, das hilft. Ich brauch keine Hilfe, ich bin betrunken, aber ich mach das schon. Geh mal weg da, geh mal weg. Den Rest mache ich alleine, Kumpel. Komm, trink den Kaffee. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Da hilft kein Kaffee. Höchstens intravenös. Genau. Sehr witzig. Das macht nichts. Um die Zeit hört das sowieso keiner. Hallo, Fans. Verbringen wir wieder die Nacht gemeinsam bei Heinz im Nachtexpress von 10 bis 7. Und los geht es gleich mit dem letzten Megatreffer von Aerosmith. I'll go crazy. Was ist das denn? Eine Sicherheitsmaßnahme. Ist heute nicht das erste Mal, dass sie so besoffen ist. Da haben wir ein paar Shows auf Vorrat produziert. Oh, was? Was soll denn? Muss ich hier jetzt auf Sendung? Hey, komm. Ich bring dich besser nach Hause. Wo hast du denn den Wagen stehen? Da bist du. Dein Wagen. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Die Nacht ist da, dass was passiert. Das ist unser Motto von Lasst sie doch pennen, die Schlafmützen. Wir amüsieren uns, wenn die Sonne sich verbirgt und der Mond uns Gesellschaft leistet. Bad Moon Rising. Unvergessen von Creedence Clearwater Revival Bad Moon Rising. Aufwachen, wir sind da. Ja, aufwachen. Ja, was machst du hier? Ich hab dich nach Hause gebracht. Und meine Sendung macht Mario jetzt? Mario ist tot. Mario ist tot. Sag mal, war der etwa hinter deiner Sendung her? Der wollte allem hinterher, der wollte alles machen. Am liebsten hätte er jede Sendung gemacht. Aber jetzt. Aber jetzt nicht mehr. Rein. Hallo. Na, Faust, alles klar? Hast du mich gleich erkannt? Hm. Hoffentlich ist der Saubermann nicht so clever wie du. Ist was Neues? Bei den Unfallmeldungen der letzten Nacht ist nichts, was auf Saubermann hindeutet. Von den ausgeschiedenen Kollegen kommen 10 in Frage. Was haben die angestellt? Fast alle haben pathologischen Hass auf Verbrecher. 3 haben Verdächtige zusammengeschlagen. 2 erlitten Verletzungen im Dienst, die eine weitere Beschäftigung unmöglich machte. Und 4 haben die psychische Belastung nicht ausgehalten. Das ist doch schön, hast du wenigstens was zu tun. Vergiss aber nicht, in die Garagen reinzugucken, ob jemand ein beschädigtes Auto hat. Du, danke, da wäre ich jetzt nicht alleine drauf gekommen. Na, siehst du mal. Geh mal abends zu kämmern? Klar, 7. Mhm. Ja, hier ist Faust. Sag mal, ich habe euch da letztens auf diesen Tietze angesprochen. Habt ihr da irgendwas rausgekriegt? Lass mich dein Blindenhund sein. Na,
kommst du aber in die kurze Leine. Au! Na? Ja, ich höre. Ja? Ach nee, das ist interessant. Ich würde gerne mit Herrn Nieswald sprechen. Dann kommt er, sitzt da hinten. Papst, Besuch von einer Kollegin. Krüger, Kriminalpolizei. Wir machen eine Untersuchung, was aus dem ausgeschiedenen Beamten geworden ist. Komisch, dass deswegen vorige Woche schon jemand hier war. Oh, das wusste ich nicht. Haben Sie einen Hund? Sind Sie gekommen, mich das zu fragen? Als Sie bei der Polizei ausgeschieden sind, haben Sie damit gedroht, das Gesetz jetzt selber in die Hand zu nehmen. Lassen Sie mich raten, Sie untersuchen den Mord von Mario Ross. Naja, wenigstens hat man nur eine Frau auf die Sache angesetzt. Papst, hör doch auf! Wie kommen Sie darauf, dass ich wegen dem Fall Ross hier bin? Ist doch klar, dass ich diese Dreckschleuder vorgestern fertig gemacht habe. Soll es ein Geständnis sein? Natürlich. Ich habe ihm aufgelauert und gewartet, dass er in den Lift stieg. Und dann bin ich aus meinem Versteck gesprungen. Das tut mir leid, das stand nicht in Ihren Akten. Nein? Stand da auch nichts von dem armen, verwirrten Junkie, der mich vor die U-Bahn geschubst hat, als ich seine Papiere sehen wollte. Wiedersehen. Wiedersehen. Es tut mir wirklich leid. Entschuldigung. Wenn Sie uns das Band mit dem Spot sofort vorbeischicken, wird es heute noch gesendet. Geht in Ordnung. Zwei Einsätze in Solo mit Faust. Glückwunsch! Ihre Sendung kommt an. Wenn wir jeden Werbespot annehmen würden, dann kämen Sie überhaupt nicht mehr zum Zuge. Da wird sich der Herr Tietze ja freuen. Wie kommen Sie denn auf Tietze? Ja, hat er Ihnen nicht gestern Vorhaltungen gemacht, dass Sie den Mord an Mario nicht richtig vermarkten? Wie kommen Sie denn darauf? Herr Tietze war als Kunde hier. Er ist an Werbezeit interessiert. Das weiß doch jeder, dass der alles getan hat für eine Sendelizenz in Hamburg. Aber vergebens. Und Sie sind ja nur sein Strohmann. Also absoluter Quatsch. Ich bin gründlich überprüft worden, bevor ich den Sender aufmachen durfte. Mario muss irgendwas rausgefunden haben über Ihre Abhängigkeit von Tietze. Und dann hat er Sie unter Druck gesetzt. Und weil mich das gewurmt hat, habe ich meinen besten Mann 2 Jahre später umgebracht. Ist ja wirklich sehr schlüssig, Ihre Theorie. Lernt man das auf der Polizeischule? Ja, noch einiges mehr. Zum Beispiel, dass Mario sehr ehrgeizig war. Er hat hier alles erreicht, was hier zu erreichen war. Außer Ihrem Stuhl. Wo waren Sie zur Tatzeit? Hier? Zeigen. Nicht, dass ich wüsste. Aber Sie glauben doch nicht, dass... Ich glaube gar nichts. Ich beweise. Felsenfest davon überzeugt, dass Saubermann der Täter war. Ich gehe nur alle Möglichkeiten durch. Durch die Verbindung Mario und Tietze hatte auch Lothar Kruse ein Motiv. Sonja hatte auch einen Grund, trotzdem glaube ich nicht, dass es war. Geh mal, rück mal einen Fund raus. Was ist mit Heinz Koprinski? In dem Alter hast du es schwer als DJ. Hast recht, wenn du Säufer bist. Hör mal, Faust, warum machst du in deiner Sendung eigentlich immer Witze über die Polizei? Es gibt viel, viel Lustiges über uns Türken. Ach, geh mal. Ja, ich muss nur arbeiten. Backst du wieder einen Kuchen? Ha, ha, ha. Ich habe noch 7 Ex-Kollegen auf der Liste. Und was ist das hier? Hat dir deine Mutter das Backen nicht beigebracht? Das Einzige, was die mir beigebracht hat, ist, Karriere zu machen. Also, dass du noch deinen Job
auf. Fahr los und mach keinen Mist. Was wollen Sie hier? Das wirst du früh genug erfahren. Fahr zu. Und schön auf die Verkehrszeichen achten, ja? Wir wollen nicht auffallen. Hörst du? Fahr los! Hallo, liebe Hörer. Hier ist wieder mal euer Faust. Und das nicht ohne Grund. Ja, solange der Mörder von Mario noch frei rumläuft, können wir uns leider keinen angenehmeren Themen widmen, wie zum Beispiel der ersten Liebe oder das Geheimnis des Kuchenbackens. Moment mal, da kriege ich gerade ein Zeichen. Da scheint ein wichtiger Anruf reingekommen zu sein. Hallo? Weißt du, wie das ist, wenn man was verliert? Was einem ans Herz gewachsen ist? Was man liebt? Wie meinen Sie das? Das soll sie dir selber sagen. Faust, Herr Saubermann hat mich gekidnappt. Wir fahren jetzt in Richtung... Du hältst den Mund! Saubermann, machen Sie keinen Unsinn. Seien Sie vernünftig. Ach nee. Ich bin doch der Psychopath. Der verrückte Herr Saubermann. Warum soll ich auf einmal vernünftig sein? Was wollen Sie? Dich leiden sehen, so wie ich leide. Ich gebe zu, ich war nicht immer nett zu Ihnen, Herr Saubermann, aber... Dass Sie deswegen gleich leiden? Gar nichts weißt du. Du hast keine Ahnung. Aber glaub nicht, dass ich es dir sage, damit du wieder deine dummen Witzen reißen kannst. Mir ist nicht nach Witzen zumute. Was kann ich tun? Na ja, so verstehen wir uns schon besser. Zuerst widerrufst du deine widerlichen Lügen gegen unsere Polizei. Nichts lieber als das. Ich hoffe, dass jeder Hörer verstanden hat, dass die Sticheleien gegen die Obrigkeit nicht so ernst gemeint waren. Das ist wie ein Kabarettprogramm. Ach ja? Und ich bin der einzige Blödmann, der darauf eingefallen ist, ja? Ich will, dass du dich entschuldigst. Bei jedem Polizisten von Hamburg. Namentlich. Das sind tausende von Namen. Wo soll ich die jetzt herbekommen? Dann lass dir was einfallen. Bis dahin will ich das Deutschland nicht hören. Ich brauche diese Liste. Haben wir die Nationalhymne da? Keine Ahnung, ist bis jetzt noch nie. Das gibt's doch nicht! Da wird doch wohl eine Nationalhymne sein. Da soll ich sie vielleicht stricken? Da muss man eben eine stricken. Bis wir das Deutschlandlied aufgetrieben haben, spielen wir die Hymne vom FC St. Pauli. Aber wir bemühen uns, Herr Saubermann. Was wollen Sie jetzt hier mit mir? Hier kann uns niemand stören. Wobei stören? Das wirst du schon früh genug merken. Herr Saubermann, bitte melden Sie sich. Was ist mit Ulrike? Ah, wir haben gerade die Liste von der Polizei bekommen. Also, ich entschuldige mich bei allen Polizeibeamten von Hamburg. Finger weg von der Tasche! Bei Bruno Abel, Peter Ackermann,
Friedrich Adamski, Detlef Eberstedt, Karl Ecker, Hugo Alsdorf. Was finden Sie eigentlich an so einem? Glauben Sie etwa, das ist mein Freund? Na klar doch. Ich habe euch doch beobachtet. Melanie Arnulfsen, Franz Armbrust, Christoph Armanikow. Ich höre gerade, wir haben einen Anruf. Eine Sekunde. So, ich höre. Ja, hier ist der liebe Herr Saubermann. Bravo, Faust. Sie machen sich. Herr Saubermann, geben Sie das Mädchen frei. Was wollen Sie denn noch? Sie haben doch Ihre Genugtuung gehabt. Wollen Sie Straffreiheit für den Mord an Mario? Ich habe Mario nicht umgebracht. Wieso? Das haben Sie doch zugegeben. Ich wollte, dass ihr Schiss kriegt und die Angriffe gegen die Polizei lasst. Aber du hast es noch schlimmer getrieben als Mario. Du hast mir das Liebste auf Erden genommen, was wir werden. Herr Saubermann, ich bin doch selber Polizist. Was meinen Sie, warum ich das hier mache? Ich musste Sie aus der Reserve locken. Verstehen Sie das nicht? Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Ulrike, wenn du mich hörst, zeig ihm deinen Dienstausweis. Er hat recht, Herr Kleinert. Mein Dienstausweis ist in der Tasche. Finger weg von der Tasche! Gib sie aus! Ulrike! Ulrike, was ist da los? Saubermann, mach dir keinen Unsinn! Bleiben Sie stehen! Saubermann! Das Geräusch im Hintergrund kann nur ein Flugzeug sein. Sie müssen sich ganz in der Nähe des Flughafens befinden. Sie verständigen mit den Kollegen am Flughafen und halten hier die Stellung. Ich fahr selber hin. Der Typ heißt Kleinert. Ich will alles von ihm wissen. Sie sind also Polizist, das erklärt natürlich einiges. Aus dem Weg, aber Dalli. Wir begleiten Sie. Halten Sie mir die Leute vom Hals, Sie wissen, was sonst passiert. Hey, Moment mal! Ich bitte Sie, keine Interviews. Wie sind Sie denn überhaupt hier reingekommen? Bleibt mir die Presse frei! Also, wie war's denn? Mario nicht umgebracht haben, dann kann ihn keiner was. Jeder halbwegs gute Anwalt wird ihn wegen der Entführung eingeschränkte Schuldfähigkeit attestieren. Ach so, für Sie bin ich also auch plemplem. Nein, Sie sind provoziert worden, da dreht man schon mal durch. Warum habt ihr das gemacht, diese gemeinen Lügen? Ihr seid doch selber Polizisten. Sie haben Mario bedroht und am Telefon haben Sie den Mord gestanden. Das ist ja wohl klar, dass wir Sie verdächtigen. Ihr habt alles kaputt gemacht. Was? Sie, die mein Hund. Ihr habt mich so auf die Palme gebracht. Das Gebäude ist umstellt. Werfen Sie die Waffe weg und lassen Sie die Geisel frei, Herr Kleiner. Die eigenen Leute gegen mich! Sie bedrohen eine Polizeibeamtin in Ausführung Ihres Dienstes. Bleibt, wo ihr seid! Bleibt, wo ihr seid! Und es passiert was? Bleibt! Bleibt, wo ihr seid! Komm schnell! Thank you.
Einsatzleiter. Fuck. Hallo. Wie sieht's aus? Ich glaube, er ist aufs Dach rauf. Wir haben ihn aufgefordert, sich zu ergeben, aber ohne Erfolg. Wir sollten stürmen. Warte noch 10 Minuten. Komme ich irgendwie unbemerkt ins Gebäude rein? Da hinten, die dritte Tür rechts. Sie können sich ja bestimmt vorstellen, wie das ist. Wie was ist? Als Geisel. Haben Sie das nicht auch mitgemacht? Oder erinnern Sie sich nicht mehr? Die beiden Ausbrecher, die erst Ihre Kollegen erschossen, Sie da mitgenommen haben. Von Hamburg bis Göttingen. Hört ihr auf! Hört ihr auf! Haben Sie denn auch die ganze Zeit die Pistole im Rücken gehalten? Das können Sie nicht vergleichen. Warum denn nicht? Was machen Sie denn anderes? Das waren Verbrecher. Die hatten nichts zu verlieren. Ich war Beamter. In Erfüllung meiner Pflicht. Genau wie ich. Ist soweit alles in Ordnung, aber bleibt in Bereitschaft und verhaltet euch ruhig. Ich habe ihm aufgelauert. Ich wollte ihm die Fresse polieren. Ich wollte ihn nicht umbringen. Nur einen Denkzettel verpassen. Kam ein anderer angeschlichen. Mit einem Eimer in der Hand hat ihn in den Lift gestellt und sich dann hinter den Mülltonnen versteckt. Wissen Sie, wer das war? Nein. Als Mario kam, wollte ich ihm entgegengehen. Kam der andere angerannt mit was Brennendem in der Hand und warf das in den Lift. Herr Saubermann? Hauptkommissar Faust? Ja. Wie sah der andere Mann aus? Er war ca. 1,80 groß, jünger als ich, braunes Haar, braune Augen und hatte eine Brille, eine dicke Brille mit schwarzem Rand. Heinz Kobrinski. Aber der war doch zu der Zeit live auf Sendung. Auf Sendung schon, aber nicht unbedingt live. Komm, Sie kommen auch mit. Jawohl, Hauptkommissar. Faust hat angerufen. Ich soll dir ausrichten, sie haben Saubermann gefasst und die Geisel befreit. Er ist auf dem Weg. Mein Glück. Ich geb's gleich durch, ja. Hallo, liebe Hörer, eine freudige Nachricht. Marius Mörder, Saubermann ist verhaftet worden. Und der Geisel ist auch nichts passiert. Wir freuen uns mit dir. Meine Schöne. Here's a little song I wrote. I'd want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Na, sind wir heute mal wieder live auf Sendung? Wie meinst du das? Achso, wegen gestern Abend. Ne? Ich war ein bisschen blau. Ne? Ich rede nicht von gestern Abend. Ich rede von der Nacht, in der Mario umgebracht worden ist. Ja, da war ich hier. Du bist vor seinem Haus gesehen worden. Erzähl nur Quatsch. Kommen Sie mal bitte. Darf ich vorstellen, Manfred Kleinert. Besser bekannt als Herr Saubermann. Hier auf Sendung. Das kannst du nicht machen. Quatsch nicht, mach schon. Der hat den Mord auch selbst zugegeben. Und jetzt, wo ihn habt, da will er sich rausreden, ist doch normal. Ist das der Mann, den Sie vor Marios Haus gesehen haben? Jawohl, Hauptkommissar. Das ist ein Verrückter, ein Spinner. Der hat doch sogar deine Assistentin gekidnappt. Ich war hier live auf Sendung. Stimmt das? Hat ihn jemand hier gesehen?
Ja, er hat die Sendung gemacht. Die ganze Nacht? Die ganze Nacht? Ja, natürlich. Und du warst auch die ganze Zeit hier? Ja. Ich habe nur was zu essen vom Griechen geholt für Heinz. Er hatte mich darum gebeten. Wann war das? Um wie viel Uhr? So um 1:30. Viertel nach war ich wieder hier. Um 1 Uhr ist die Feuerwehr gerufen worden. Die Wohnung von Mario ist 5 Minuten von hier entfernt. Dann kann sie es ja genauso gut gewesen sein. Sie hatte viel mehr Grund, Mario zu hassen. Stimmt nicht. Komm, Heinz, hör doch auf. Du bist von Marios Haus gesehen worden und nicht Sonja. Mario wollte dich abservieren, stimmt's? Dein Job stand auf der Kippe. Mein Job, ja. Du weißt ja nicht, wie das ist, wenn man dein Leben lang hier im Radio arbeitet, dann kommt irgend so ein Arschloch und will dir den Platz wegnehmen. Wie lange hast du den Mord schon geplant? Ja, ich habe nur darauf gewartet, bis er wieder eine Drohung kriegt. Das war einmalig. Zuerst ein Geiseldrama und dann noch, wer ein Mörder überführt wird. Das war Reality-Radio. Sie haben das gesendet? Na klar. Meinen Sie, ich lasse mir eine solche Gelegenheit entgehen? Was verdienen Sie denn bei der Polizei? Ich zahle Ihnen das Doppelte. Den Job würde Faust nicht mal fürs 5-fache übernehmen. Habe ich recht?